Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTS 2 Multiplayer. Ja. Und Dani ist gerade am Reparieren, deswegen fahren wir da mal hin. Ja, aber die Wand war nicht zärtlich zu mir. Die mag dich nicht. Nein, die hat mit mir Schluss gemacht. Au. Die ist auf jeden Fall noch fast gelb gewesen. Würde ich jetzt so sagen. So. Aber es sind nur 12.000 gewesen, ich habe ja eh schon wieder 101 Millionen. Immer diese Lenkung, ey. Da denkt... Der hat einen echten Wendekreis wie ein LKW. Also. Ja, so, heute ist übrigens nur Dani dabei, weil René ein bisschen erkältet ist und Jonas hat sein Internet kaputt gemacht und... Oh, Gesamtpreis 0 Euro. Ja gut. Und Dani kam auf die tolle Idee, ich könnte ja einfach mal meine Minecraft-Playlist anmachen. Ja. Ich meine, die ist ja mehr so... Die ist ja nicht auf ein bestimmtes Spiel ausgelegt, deswegen... Vielleicht gibt es ja auch Lieder, die da so reinpassen. Oh. Weil Radio kann er nicht hören, wegen GEMA. Genau, ich bleib mal kurz hier stehen. Also wir wollen jetzt direkt nach nach Göteborg fahren. Ja. Göteborg. Oder hast du hier jetzt noch irgendwie eine Fracht? Nein, von hier aus gibt's keine Fracht nach Göteborg. Ich hab schon geschaut. Ja, dann fahre ich auch leer. Also wir fahren jetzt einmal leer nach Göteborg, weil Dani wollte mal LKWs fahren, weil der das noch nicht gemacht hat. Ja, und da wir zu zweit aufnehmen, können wir auch endlich in Skandinavien fahren. Genau, hupsala. Und wir haben halt irgendwie mal so ein bisschen uns rumgeportet, also zwischen den Garagen, bis wir den gleichen Auftrag haben. Natürlich ging das nur im Singleplayer. Genau. Dementsprechend haben wir jetzt auch viel Geld, wie man da sieht. Wie viel hast du jetzt, Dani? 101 Millionen. Ein paar zerquetschte. Ich hatte eigentlich mehr, weil ich im Multiplayer auch noch ein bisschen was bekommen habe, aber das habe ich gerade ausgegeben für Reparaturen und so. Okay. Also ich habe jetzt 220 Millionen. Oh, Alter. Ich weiß nicht. Dabei habe ich mehr Leute als du. Weiß ich nicht. Aber okay, du spielst auch mehr im Singleplayer. Eigentlich in letzter Zeit noch nicht mal. Ich habe mir jetzt ein paar Leute gekauft. Also ich habe jetzt mehrere Garagen. Ich habe jetzt komplett Deutschland, glaube ich, aufgekauft. Und dann halt überall mal so einzelne Garagen, wo ich Lust zu hatte. Ich habe auch noch zigtausend Garagen, wo nichts drin ist. Ja, daran bist du ja selbst schuld. Nö, weil es einfach nur Idioten sind, die da hier als Arbeitnehmer hier zur Verfügung stehen. Ja, das hatte ich aber auch. Hui. Oh Mann. So, dann fahren wir jetzt halt mal eine Runde leer nach Göteborg. Irgendwie merke ich aber... Ja genau, nach Göteborg. Oh, ich muss hier ab, oder? Nee, nein, da lang fahren. Boah, für den Navi schaut das so komisch aus. Moment. Irgendwie habe ich festgestellt, dass es außerhalb von einem LKW weniger leckt als im LKW drinne. Echt? Weil irgendwie... Ja, so ein bisschen ruckelt es halt irgendwie. Ich weiß nicht, das ist einfach am Multiplayer. So im Singleplayer kann ich auf Ultra spielen und dabei noch aufnehmen und es ist volle Lotte auf 60 FPS. Also bei mir ist alles super. Multiplayer kommt mein PC irgendwie nicht so ganz klar. Bei mir ist alles auf Ultra, ich bin im Innenraum, es leckt nicht. Ne, ich habe jetzt alles auf hoch. Aber okay, ich habe auch einen neueren PC als du. Ja, stimmt auch wieder. Und eine neuere Grafikkarte. Welche hast du jetzt? Ja, ich habe ja mir jetzt die GTX 960, müsste es glaube ich sein, mit 4 GB DDR5. Ja, okay. Ja, ich weil meine andere hat sich ja durch den Blitzschlag zerschrottet. Tja. Der Vorteil ist, die verbraucht weniger Strom als die alte. Ja, die das ist ja meistens so. Die hat nur einen Steckerplatz für Strom und meine R9 hatte zwei. Die neue jetzt, die verbraucht glaube ich auch weniger Strom als meine alte. Also, manchmal bringt es schon was, eine neue Grafikkarte zu kaufen. Ah, auch wenn ich eigentlich mit dem Geld was anderes vorhatte damals. Ja, aber wenn du das halt alles kaputt machst, ne? Oder wenn du Blitz halt alles kaputt machst. Der Blitz hat ja mein Acer-Bild schon mal auch geschrottet, den ich halt noch besitze. Also zumindest nur den HDMI-Eingang. Also der erkennt keinen HDMI-Eingang mehr. Das ist. Ach, richtig nervig. Oh Mann. Ja, egal. Mit VGA und Adapter auf DVI geht's noch. Und kann trotzdem in Full HD alles anschauen. Was ich erstaunlich finde. Ja klar, wenn der Anschluss noch funktioniert. Ich habe ja auch meine Monitore nicht per HDMI angeschlossen, sondern den einen glaube ich sogar per VGA und den anderen per DVI. Ja, weil ich werde da sowieso mir demnächst wahrscheinlich nochmal so einen Bildschirm holen. Also nochmal so ein Acer, dass ich zwei habe. Oh. Vielleicht sogar drei oder fünf. Ich sollte oder nicht zehn. Gegen die Leitplanke fahren. Oder einfach mal Lotto spielen und 32 Millionen gewinnen und gleich drei PCs kaufen.
Das könnte man auch machen, ja. Oder zumindest ein PC. Boah, das. Ich weiß schon, was ich machen würde, wenn ich im Lotto gewinnen würde. Mir die Komponenten kaufen und einen PC versuchen selber zusammenzubauen. Und wenn er kaputt geht, habe ich kein Problem, weil ich habe ja genug Geld. Ja, so PC selbst zusammenbauen ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, aber ich verliere halt sehr schnell die Geduld, ne? Ja, okay. Und da kann es mal passieren, dass irgendwas in die Ecke fliegt. Weil also letztens, wo ich mein Zimmer streichen musste, wollte ich das Call of Duty Poster vor sich runter machen und das Naruto Poster. Und die Tesastreifen waren so scheiße und die haben ein bisschen Farbe vom Poster mitgerissen und habe ich das Poster total zerrissen, weil ich die Geduld verloren habe. Hab's weggeschmissen. Mann, okay. Ja, das ist dann natürlich dein eigenes Problem. War auch damals mit meinem alten PC, der wollte irgendwie nicht funktionieren, dann warst du halt mal gegen die Wand geflogen. War mit dem ganz alten PC. Oh Mann. Ja, mei, passiert, wenn der PC nicht gehorchen will. Ja. Hat der PC, was ich jetzt schon habe, auch schon langsam gemerkt. Wo ich die neue Grafikkarte eingebaut habe, hat er immer noch Mocken gemacht. Ich so, was willst du von mir? Wieso, du hast doch schon alles. Schlagen einmal kräftig oben drauf und funktioniert alles. Vielleicht hast du die Grafikkarte einfach nicht richtig eingebaut. Nee, die war richtig eingebaut. Und die ist dann erst richtig reingerutscht oder so. Nein, nein, die war richtig eingebaut. Nee, nee, aber sonst so an sich PC selbst bauen ist eigentlich jetzt nicht so das Problem. Ja, ich habe zwar meinen nicht selbst gebaut, aber ich habe schon mal einen PC, also ich habe meinen alten PC, den habe ich spaßeshalber einfach mal auseinandergenommen, komplett sauber gemacht und wieder zusammengebaut. Und ja, das mache ich auch. Das ist ja nix. Das ist ja, ja. Einmal mit einem Wassereimer und einem Schwamm drüber, ist alles sauber. Also, genau. Was halt erst noch alles vorher imprägnieren, damit das Wasser abweisend ist, ne, und so. Genau. Nee, also ich nehme mein Mainboard immer und stecke das so in den Wassereimer. Und die Sachen, die klein genug sind, so Grafikkarte und Prozessor, die mache ich einfach, genau, in die Spülmaschine. Oho. Ich habe gar nicht dran gedacht, abzufahren. Oh nein, jetzt bin ich falsch. Oh mein Gott. Ein Dani liegt auf der Seite. Ich sag so, ich wäre fast in den Typen reingefahren und 10 und noch viel. 100% Schaden. Oh Dani. Ich stell mich mal hier hin. Oh Mann. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Ja, dass ich meine Sachen in die Spülmaschine stecke. Wobei, das Mainboard ist ja klein genug, das passt ja auch noch in die Spülmaschine, deswegen würde ich das auch noch in die Spülmaschine stecken. Ja. Aber so die kleineren Sachen in die Waschmaschine, damit die noch sauberer werden. Okay. Ich stell mich jetzt einfach hier vor den. Hahaha. Ich hab's vergessen, was ich sagen wollte, egal. Ich habe auch vergessen, was du sagen wolltest. Ah ja, ich muss unbedingt im nächsten BIOS-Update bei meinem alten Gaming-Rechner machen. Weil der reagiert etwas langsam. Dann mach das aber von Hand. Zieh dir das BIOS auf den USB-Stick und geh ins BIOS rein und... Ja, mach ich. Weil ich weiß nicht, kann sein, dass ich die schon mal hier auf meinem Kanal erzählt habe, die Story. Aber ich wollte ja bei mir auch mal das BIOS updaten. Und bei meiner Grafikkarte, nicht bei meiner Grafikkarte, bei meiner... Oh, da kommst du schon. Oho. Bei meinem... Okay, jetzt gucken wir Dani zu, wie er wieder fällt. Bei meinem Mainboard ne? War halt eine CD dabei. Oho. Okay, Dani, da musst du jetzt mal ein bisschen halblang machen. Ja, okay. Damit ich hier auch hinterher komme. Oh Gott! Nochmal neu starten? Ja. Echt jetzt? Ja, kannst ja schauen, wo ich lieg. Oh mein Gott, Dani. Die Folge fängt schon gut an, ne? Also, was ich sagen wollte... Ich kann nicht ins Menü, weil mein LKW sich bewegt. Ich wollte das so doll machen, ne, weil da eine CD dabei war, auf der so ein Programm drauf war, zum BIOS-Updaten. Und dann habe ich das Programm halt installiert, habe es ausgeführt, habe dem gesagt, welche Version ich haben will und so weiter und so fort. Der hat das alles schön gemacht. Du ramm mich mal, der bewegt sich immer noch komisch, oder? Jetzt geht's. Und auf jeden Fall war dann hinterher mein PC einfach im Arsch. Und ist nicht mehr angegangen. Apropos, stimmt, wir waren vorher bei Grafikkarten stehen geblieben und so mit einbauen. Was ich total hasse, ich meine, Grafikkarten schön und gut, man kriegt die schon geliefert, ich hatte zwar keine antistatische Schutzfolie dran, was ich cool fand. Das Problem an der Grafikkarte war,
Die schicken ja einen schön die Installations-CD mit, ne? Hm. Die hat nicht funktioniert. Beim PC wollt ihr die ganze Zeit nicht erkennen, die Grafikkarte wollt es auch nicht akzeptieren, das Programm hat down gefailt. Wofür brauchst du denn da eine Installations-CD? Du kannst ja einfach die Treiber von Nvidia runterladen. Das Problem war ja auch, beim Nvidia gibt es ja auch dieses komische Programm, ne, dazu. Und das war ja eigentlich auf der CD drauf, aber es ging nicht. Musste ich mir alles über die Seite von Nvidia holen und ey, weißt du, wie lange das gebraucht hat, um das zu finden? Erstmal das zu finden, das Richtige. Ja, dann installieren ging schnell, aber bis das mal alles komplett geklappt hat und alles, ich war ungefähr 2-3 Stunden an dem Scheiß dran gesessen, dass es funktioniert. Ja, wenn du das erste Mal machst, okay. Nein, ich habe das normalerweise nie das erste Mal gemacht, bei den ganzen AMD-Grafikkarten hatte ich nie Probleme damit. Hm. Okay, kannst fahren, ich bin da. Ach so, dieses Mal fährst du nicht hier lang. Nein, nein. Ich hab keine Lust. Ich hab extra gewartet, weil ich dachte, du fährst wieder hier lang. Nee, nee, nee. Hat Gehen genug wehgetan. Okay, ja. Nee, also wenn du weißt, wo du alles findest auf nvidia.de, dann klappt das eigentlich. Ich find's halt schade, dass ich hatte ja AMD-Grafikkarte, die R9, und da war ja das, Void Game Dings dabei, dieses Teil, wo du Punkte bekommst und dann die Punkte einsetzen kannst, zum Beispiel ab 90.000 Punkte kannst du dir eine Grafikkarte, die Saphir günstiger holen, beziehungsweise fast umsonst, und Spielekarten, also kannst du dann kaufen, also so Goldpacks und so, dann kannst du 3 kostenlose Spiele gewinnen, die du auswählen kannst, wenn du gezogen wirst oder wenn du Glück hast, und die Punkte hast du gesammelt, indem du Spiele spielst über die Zeit, und das gibt's halt jetzt bei der ja, Nvidia nicht. Und das ist halt das Einzige, was ich schade finde. Deswegen habe ich auch noch im Forum dieses Signatur, die wo du ja bei mir manchmal siehst noch, gell? Ja, die könntest du eigentlich auch mal wegmachen. Kam ja bei der AMD-Grafikkarte. Bringt dir ja gesehen, nicht, welche ne? Spiele, ja. Oder könntest du das Programm nicht jetzt immer noch benutzen? Ich könnte das Programm benutzen, ich krieg aber keine Punkte mehr. Okay. Weil es war an der Grafikkarte gebunden. Schade. Weil es war zum Teil eigentlich ein treiberbedingtes Programm. Hm. Okay. Und ich hab's nicht so gern, weil ich mal nicht was drauf habe auf dem PC, was überflüssig ist, was eigentlich für eine Grafikkarte war, auch wenn es jetzt zum Beispiel funktionieren würde, es wäre total überflüssig. Es würde ein Programm, wo dauerhaft an wäre, wo mir wahrscheinlich noch mehr Probleme bereiten würde, wenn es nicht drauf wäre. Hm. Oh, da kommt es einer entgegen, die lupen wir mal an. Okay, jetzt wieder Spur wechseln. Ui. Schön ohne Blinker. Ja klar, so muss das. Hey, wir sind nur 88 Kilometer da. Hm. 88. 88 Freunde. 88 Luftballons. Fliegen über dem Horizont. Eigentlich sind es 99, ne? Ja, ich weiß. Aber ich war gerade so bei der Zahl und so. Deswegen.